Habt ihr sowas schon mal gesehen? Da haut's einem doch, sorry, wenn ich das so sagen muss, wirklich jeden Schalter raus, den man noch irgendwo fest im Kopf sitzen hat. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Waldrunde. Der Oktober muss genutzt werden. Aktuell gibt es Pilzwachstum an allen Ecken und Enden. Die verschiedensten Arten stehen in den Habitaten. Ja, und die Gelegenheit muss ich nutzen, um erstens natürlich federführend auf Ersthundjagd zu gehen. Gestern zum Beispiel haben wir als Ersthund den Muschelkrempling verbuchen können. Zweitens vielleicht ein paar Speisepilze zu sammeln. Und drittens zu schauen, ob es irgendwelche Funde von eher selteneren Arten gibt, die wir dann vielleicht mal wieder neu porträtieren können. Das wären heute die Ziele. Schauen wir mal, ob das klappt. Ausgesucht habe ich mir das Habitat, wo wir vor ungefähr ja, so 2 Wochen den Erstfund der Laubwaldrotkappe hatten. Scheint ein ganz, ganz tolles Habitat zu sein. Da werden wir erstmal schauen, ist die Laubwaldrotkappe vielleicht wieder nachgewachsen? Gab da ganz viele Fundberichte in den Pilzgruppen auf Facebook und was zeigt sich hier vielleicht sonst noch Spannendes und Leckeres. Würde mich wie immer freuen, wenn es mich auf der Waldrunde begleitet. Ja, und dann hoffen wir mal, dass sowohl ein Erstfund, ein paar Speisepilze und auch sonst ein paar so interessante Sachen mit vor die Kamera hüpfen. Auf geht's! Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich ziehe die Steinpilze magisch an. Ich hätte hier geschaut, ja, ist jetzt die Laubwaldrotkappe hier nochmal nachgewachsen, sieht nicht so aus, alles voll wieder mit Safranschirmlingen, die haben ja gestern im Detail durchgesprochen, viele Stäublinge stehen drumherum und dazwischen jetzt gleich mal der erste Kandidat für den Speisepilzkorb, mein allererster Fichtensteinpilz in diesem Habitat und jetzt schaut euch mal dieses Prachtexemplar an, das hier in dem Habitat steht, ja eigentlich nur wenige Meter entfernt von dem Spot mit den Rotkappen. Scheint ein ganz, ganz tolles Speisepilzhabitat zu sein. Rotkappen, Flockenhexen, Fichtensteinpilze, ja alles, was das typische Speisepilzsammlerherz so begehrt. Ja, und bei so einem schönen, knackigen Steinpilz kann halt auch ich dann irgendwo nicht mehr widerstehen. Und schon wird es mega spannend. Ein Fund, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel habe und dementsprechend hier im Habitat nicht bestimmen kann. Um welche Artengruppe sollte es sich handeln? Es sollte auf alle Fälle einer der Schleierlinge sein. Ja, und ich würde sogar sagen, den können wir auf Sektionsebene eingrenzen. Wird bestimmt in die Richtung Gürtelfuß gehen. Aber auf Artebene wird es hier mega, mega schwierig. Erstens, weil ich nicht der Gürtelfuß-Spezialist bin. Und zweitens, weil ich den Fund so einfach nicht auf dem Zettel habe. Er hat aber ganz, ganz viele spannende Merkmale. Zum Beispiel das hier im Schnittbild zu sehende, ganz, ganz intensiv braun gefärbte Fleisch. Dann diese generell auch bräunlich gefärbten Lamellen, die bräunlich gefärbte Hutoberseite und die ganz, ganz stark bräunenden Druckstellen. Das sehen wir da zum Beispiel, wo wir ihn so genommen haben, um ihn rauszunehmen. Bei dem Fruchtkörper. Ja, und auch dieses Bräunen kann ein wichtiges Merkmal sein. Beim Habitat wird es ein bisschen schwierig. Warum? Wir haben hier alles, was Rang und Namen hat. Wir haben Buchen, wir haben Pappeln, wir haben Kiefer, wir haben Lärche, Fichte, Tanne, Eiche, Birke, Erle, ja, also da wird es ganz, ganz schwierig herauszufinden, zu welchem Baum oder wer hier der Symbiosepartner von diesem Schleierling ist. Ist immer gut, wenn man so einen Fund, gerade wenn er unbekannt ist, meinetwegen in dem reinen Eichenwald oder wenigstens in dem reinen Laub oder in dem reinen Nadelwald hat, weil auch das Habitat ein ganz, ganz wichtiger Hinweisgeber auf die Art sein kann. So viel zu der Art. Schade, dass ich euch noch nichts darüber erzählen kann. Ich werde den Fund aber dann zu Hause nachbestimmen. Ja, und wenn wir da zu einer Bestimmung auf Artebene kommen, gibt es natürlich wie gewohnt dann ein Pilzporträt, wo wir euch dann über alle Details zur hier zu sehenden, sehr, sehr spannenden Art letztendlich aufklären können. Freut mich, dass es gleich zum Start wieder mit so einem spannenden Fund geklappt hat. Wer hier bei uns auf alle Fälle ein ganz, ganz starkes Jahr erwischt hat, das ist der Kuhröhrling, der hier schon wieder an der Stelle mit unzähligen Fruchtkörpern zu finden ist. Ein Fruchtkörperpärchen haben wir schon rausgenommen, um auch die Hutunterseite mit den graubraunen Röhren zu zeigen. Ist wirklich wunderschön, wie die dieses Jahr wieder wachsen. Da gibt es immer wieder so Stellen, wo die da mit 10, 15, 20 oder sogar auch mal viel, viel mehr Fruchtkörpern rumstehen. Gerade am letzten Wochenende haben wir es ja gesehen. Kuhröhrling ist essbar, ein Kandidat aus der Gattung der Schmierröhrlinge. Erkennt man unter anderem daran, dass die Hutoberseite bei feuchter Witterung schmierig und bei trockener Witterung so ein bisschen klebrig ausfällt. Typischer Verwechslungspartner wäre der Sandröhrling mit ja schon sehr, sehr ähnlichen Farben, ähnlichen Größen. Mit einem bisschen besseren Speisewert
Der hat aber eine ganz, ganz typische Besonderheit und zwar eine raue und normalerweise, selbst bei feuchter Witterung, nicht wirklich schmierige Hutoberseite, obwohl es ein Schmierröhrling ist. Vielleicht blende ich euch da mal was aus dem Archiv ein. Das Sandröhrling fehlt mir dieses Jahr noch komplett. Ich glaube, da wird es wieder mal auf eine Moorwaldrunde rauslaufen müssen, damit wir da aktuelle Aufnahmen zeigen können. Ja, und wer ist in der Nähe von Kuhröhrlingen, bei uns in der Region zumindest, ganz, ganz häufig zu finden, obwohl die Art als vergleichsweise selten beschrieben wird? Genau, auch hier wieder der rosenrote Gelbfuß. Wie beim letzten Fund von den Kuhröhrlingen und den rosenroten Gelbfüßen schon erklärt, der rosenrote Gelbfuß ist ein Parasit, der auf dem Myzel von Kuhröhrlingen erscheint. Ja, und dementsprechend ist die Art immer im Dunstkreis von Kuhröhrlingen zu finden. Und wenn ihr vielleicht in einem Habitat unterwegs seid, wo es keine Kuhröhrlinge gibt, ja, dann werdet ihr dort auch den rosenroten Gelbfuß vergeblich suchen. Es gibt in der Pilzwelt wirklich nichts, was es nicht gibt. Schaut euch mal diese beiden wunderschönen Fliegenpilze an. Ja, kleiner Scherz am Rande. Habt ihr schon bemerkt? Ich habe tatsächlich ein bisschen geflunkert. Wir haben hier nicht einen Fliegenpilz und daneben noch einen Fliegenpilz, sondern ich befürchte fast, wir haben wieder mal zwei gute Freunde, die wir eigentlich fast nicht trennen dürfen. Schaut mal, wie schön und vor allem gleich groß diese beiden Fruchtkörper hier gewachsen sind. Sind die vielleicht, schaut's mal, die sind ja fast zusammengewachsen. Unglaublich schöner Fund. Ich glaube, gestern in der Pilzgruppe auf Facebook war es sogar so, dass jemand einen Artikel gepostet hat, wo es darum ging, dass in einem Nest mit Steinpilzen sogar so ein Fliegenpilz mit reingewachsen war. Schaut es nicht spektakulär aus? Ja, auch wenn es ein Steinpilz ist, wir werden diesen Fund hier vermutlich sogar wieder zudecken, damit ihn nicht ein anderer Sammler auseinanderreißt. Aber ist es nicht ein spektakuläres Bild? Die sollen hier im Habitat bleiben und ihre Sporen verteilen. Hammermäßiger Fund. Interessant ist, dass auch hier die Steinpilze jetzt richtig, richtig loslegen. Aber ansonsten, gerade hier im Bereich bei den Kiefern, wo wir vorher waren, ja, irgendwie nicht wirklich viel los ist. Ich habe schon so ein bisschen drauf gehofft, dass da vielleicht irgendwo der ein oder andere spannende Reizgerfund möglich ist, gerade in die Richtung Edelreizger, Kiefernreizger. Aber da tut sich hier momentan noch nichts. Dafür gibt es wieder mal Steinpilze im Überfluss und das in bester Qualität. Schaut's mal, gerade haben wir noch gejammert, keine Reizger, dann geht man hier so ein bisschen aus dem Dickicht raus und am Wegesrand geht's wieder los. Fichten, Reizger ohne Ende, das habt ihr auf der gestrigen Tour vielleicht auch schon mitbekommen am Ende. Unfassbar, was die Fichtenreizger in den letzten Tagen und Wochen in die Wälder zaubern. Spannender wäre natürlich ein Fund von den anderen Reizgerarten, die haben wir dieses Jahr noch fast gar nicht zeigen können. Dementsprechend freuen wir uns zwar über diese Fichtenreizger, hoffen aber noch, dass es bald mit Lachs- und Edelreizgern klappt. Warum kann das kein Edel- oder Lachsreizger sein? Ja, erstens deuten schon diese grünlichen Verfärbungen auf der Hutoberseite so ein bisschen auf den Fichtenreizger hin und zweitens hat der Fund keine Grübchen am Stiel und damit sind Lachs und Edelreizger alle kategorisch auszuschließen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, auf was ich gerade gestoßen bin. Ja, das, was ihr vor euch seht, sind Rotfußröhrlinge, aber viel, viel krasser und wirklich viel, viel, viel krasser ist das, was daneben steht. Passt mal auf, das ist einer der krassesten Röhrlingsfunde, die ich persönlich in dem Jahr, wahrscheinlich sogar in den letzten Jahren gemacht habe. Hier haben wir also den Rotfußröhrling. Ja, und direkt daneben steht tatsächlich ein typischer Verwechslungspartner. Und zwar, schaut's mal, ein Büschel aus wunderschönen, jungen, knackigen Schönfußröhrlingen. Jetzt haben wir hier eine Fünfergruppe. Ja, dieses gruppenartige Wachstum bei Röhrlingen kommt ja immer wieder vor. Warum der Aufriss? Was ich immer wieder mal habe, ist schönes gruppenartiges Wachstum bei Röhrlingen, so wie hier. Was ich aber, habe ich es überhaupt schon mal gehabt? Ich glaube noch nie, ja, ist das, was hier daneben steht, nämlich nochmal ein Cluster und zwar ein viel extremeres Cluster. Schaut's euch mal an, wie
die Schönfußröhrlinge hier gewachsen sind. Ist es nicht einfach nur beeindruckend? Wieder so ein Cluster aus ganz, der ist sogar schon entnommen. Schaut's mal, den muss man gar nicht rausnehmen. Ah, da hat sich wahrscheinlich schon ein Sammler ein bisschen geärgert, dass er keinen Steinpilz oder irgendwas in die Richtung gefunden hat und hat ihn dann zum Glück im Ganzen wieder hingelegt. Ist es nicht der absolute Hammer, wie diese Schönfußröhrlinge hier zu einem Büschel zusammengewachsen sind und das Ganze sogar doppelt. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Da haut es einem doch, sorry, wenn ich das so sagen muss, wirklich jeden Schalter raus, den man noch irgendwo fest im Kopf sitzen hat. Absolut mega Hammer Waldrunde schon wieder. Also wenn das jedes Jahr so ist, dass man vielleicht so im Sommer ein bisschen verzichten muss, dass man dann in Richtung erst Oktober oder Ende September dann so schöne Funde machen kann, na, dann verzichte ich im Sommer gern. Das, was wir aktuell erleben, ist der absolute Pilzhammer. Ja, und das Beste ist halt, wir haben hier den Schönfußröhrling, giftig und ungenießbar, weil er eben so bitter schmeckt. Und direkt daneben den typischen Verwechslungspartner Rotfußröhrling, in der Regel essbar. Das heißt, wir schnappen uns jetzt auch einen der Rotfüße und können dann gleich einen direkten Vergleich drehen. Das wurde in den letzten Tagen sogar ein paar Mal gefordert. Besser hätte es wieder mal nicht laufen können. Bevor wir jetzt auf die Unterschiede Rotfußröhrling, Schönfußröhrling im Detail eingehen, schauen wir uns vielleicht die wichtigsten Merkmale vom Schönfußröhrling an. Mit das Wichtigste, ja, wer jetzt beim Namen Schönfuß gedacht, ist natürlich der Stiel. Was sehen wir da? Nicht nur eine wunderschöne Netzzeichnung, sondern auch ganz wichtig, ein Farbverlauf von Gelb an der Stielspitze, also genau an den Röhren, bis zu Rot an der Stielbasis. Dazwischen dann natürlich so ein Mischmasch aus Gelb, Orange und Rot. Sieht wunderschön aus. Ja, und das hat der Art den Namen Schönfußröhrling eingebracht. Im Gegensatz zu den Hexenröhrlingen, die ja doch so ein bisschen ähnlich sind und auch zu den Verwechslungspartnern zählen, haben wir hier relativ helle gelbe Röhren, die auf Druck auch so ein bisschen blauen. Ja, und auch die Hutfarben unterscheiden sich gerade im Vergleich zu Rotfuß und Hexenröhrlingen normalerweise deutlich. Die fallen nämlich so ein bisschen gräulich, weißgräulich, graubräunlich aus. Normalerweise findet man Schönfußröhrlinge eher so wachsend wie hier hinten, ja, einzeln oder maximal mal in Zweiergruppen. Dieses büschelige Wachstum, das wir hier jetzt gleich zweimal haben, ihr habt es ja vorher gesehen, aber ich muss die jetzt nochmal in die Hand nehmen, weil es einfach so spektakulär ist, ist die absolute Ausnahme, kommt aber dann doch anscheinend hier und da mal vor. Und wir sind jetzt mal die Glücklichen, sowas finden zu dürfen. Unterschiede gibt es normalerweise schon bei den Hutfarben. Der Schönfußröhrling normalerweise immer eine Spur grauer, ja, und die Rotfußröhrlinge normal immer eine Spur dunkler. Das ist natürlich ein bisschen variabel und kommt auch so ein bisschen aufs Alter drauf an, aber ich denke, so kann man das schon zusammenfassen. Viel, viel deutlicher werden die Unterschiede dann auf der Hutunterseite. Und hier jetzt die beiden Fruchtkörper von der anderen Seite gezeigt. Was sehen wir hier? Ja, tatsächlich sind die beiden Arten vielleicht doch eine Spur ähnlicher, als ich es abgespeichert hatte. Gut, wenn man ein bisschen Übung hat, dann sieht man schon auf den ersten Blick, ob das eher ein Schönfußröhrling oder ein Rotfußröhrling ist. Aber ich würde sagen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, roter Fuß ist vorhanden, könnte man vielleicht sogar für einen Rotfußröhrling halten. Gibt aber ein Kernmerkmal, das die eine oder die andere Art ausschließt. Und zwar ist es wieder mal das Stielnetz. Es wird keine Schönfußröhrlinge ohne Stielnetz geben. Und bei den Rotfußröhrlingen befindet sich am Netz kein Stiel. Und wenn man nur auf dieses eine Merkmal achten würde, ja, dann kann eigentlich bei der Unterscheidung nichts schiefgehen. Noch deutlicher wird es dann allerdings im Schnittbild. Und hier jetzt das Schnittbild gezeigt. Und da stechen zwei Unterschiede, zumindest für mich, ganz stark ins Auge. Der Schönfußröhrling verfärbt sich ja ganz typisch himmelbläulich. Ja, und Rotfußröhrlinge können je nach Art zwar auch blauen, aber normalerweise nie exakt in diesem typischen Blauton, wie das der Schönfußröhrling macht. Rotfußröhrlinge sind außerdem da, wo sie nicht blau und gelbfleischig, das sehen wir hier auch ganz gut. Ja, und somit ist die schon so ein bisschen weiß-gelbliche Fleischfarbe vom
Schönfußröhrling normalerweise nie so gelb wie bei den Rotfußröhrlingen. Und wenn alle Stricke reißen, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit der Geschmacksprobe. Der Schönfußröhrling schmeckt ja extrem bitter. Ja, und die Rotfußröhrlinge hätten dazu im Gegensatz eine milde Geschmacksprobe. Die Waldrunde entwickelt sich schon wieder zu einer Hammer-Waldrunde. Nicht, weil wir hier jetzt schon wieder einen Fichtensteinpilz haben, den wir uns auch schnappen, weil er wirklich ein junges, frisches, knackiges Exemplar ist, sondern schaut's mal, wer hier nur wenige Zentimeter daneben steht. Ja, tatsächlich, direkt neben dem Fichtensteinpilz wächst hier ein junger, knackiger Maronenröhrling. Und es ist wirklich egal, wo in welche Richtung man sich umdreht, man findet Steinpilze, Steinpilze, Steinpilze. Ich zeige euch wirklich nicht jeden Fund, aber hier zum Beispiel am Wegesrand richtig schöne, knackige, frisch wachsende Steinpilze, ja, die hier im Prinzip Luftlinie 2 Meter neben diesem Maronenröhrling und dem anderen Steinpilz standen, an die man sich dann hier einfach hier und da mal so ein bisschen mit ins Körbchen packen kann. Wie gesagt, ich zeige euch bei weitem nicht jeden einzelnen Steinpilzfund, sonst wird nämlich das Video wieder mal über eine halbe Stunde lang. Es ist einfach uferlos krass. Ja, und nicht, dass ihr jetzt Angst habt, ich bin von meinem Trip runter, dass ich sage, okay, man muss genug im Habitat lassen. Hier stehen auch noch genügend andere Steinpilze rum, die natürlich auch hier bleiben dürfen. Ja, tatsächlich wird es bei mir jetzt richtig ungemütlich. Es hat unter 10 Grad, es regnet. Ich glaube gar nicht, so schlechtes Wetter war gar nicht vorausgesagt. Nichtsdestotrotz haben wir viele schöne Sachen gefunden. Ja, der Schleierlingserstfund, wo wir mal schauen müssen, ob wir den noch auf Artebene bestimmt bekommen. Und dann natürlich auch dieser mega, mega Schönfußröhrlingsfund. Ich komme gar nicht drüber weg. Was für ein Hammer. Ja, dass dann direkt daneben noch die Rotfußröhrlinge stehen. Was will man mehr? Speisepilztechnisch sind heute vor allem Steinpilze und Maronenröhrlinge im Speisepilzkorb gelandet. Ja, da kann man einfach durchgehen, nach interessanten Sachen schauen und überall am Weg oder am Wegesrand zumindest, kann man dann den ein oder anderen Steinpilz mit ins Körbchen packen. Ist wirklich krass, wie viel hier los ist. Ja, artenvielfaltstechnisch muss ich sagen, gerade wenn es in die Richtung Schleierlinge, Täublinge oder so geht, ein bisschen mangelhaft, aber alles andere, gerade Speisepilze, Steinpilze, Maronenröhrlinge, Rotfußröhrlinge und Co. stehen hier rum wie Sand am Meer. Auch an so ein paar Ecken mit unzähligen Trompetenpfifferlingen bin ich vorbeigekommen, die habe ich euch gar nicht gezeigt, weil wir das ja auf den letzten Waldrunden immer wieder hatten. Falls ihr an diesem Wochenende noch überlegt, soll ich eine Waldrunde drehen oder nicht, ich würde es auf alle Fälle machen. Ich denke schon, dass es sich in Richtung nächstes Wochenende eher wieder so ein bisschen abschwächen wird mit dem Wachstum. Ja, und dass vielleicht dann weniger Röhrlinge, weniger Steinpilze unterwegs sind. Dafür dann aber die wirklich interessanten Sachen in Richtung Schleierlinge, Täublinge, vielleicht andere Reizgerarten und. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.